eine Sitzung, keine Stehung. Mein Gott, was bist du fit? Du, was bist du fit? Was ist mit dir los? Bei mir ist Leben drin, wa? Bei dir ist Leben drin. Ich war doch in der Kur. Du warst in der Kur? Yes, ich war in Bad Kissingen. Du warst in Bad Kissingen? Ein Wahnsinnsempfangerbahnhof, wie ich da ankam. Mann, oh Mann, oh Mann, was war denn los? 21 Salutschüsse. Du bist jeck. Einmal haben sie mich bald getroffen. Naja, die müssen mich verwechselt haben mit dem Ei wahrscheinlich. Wieso das dann? Auf jeden Fall kann ich dir eins sagen, in Bad Kissingen hätte ich Frauen haben können. Ja? Wenn die mitgemacht hätten, ne? Ah. Ich habe in Bad Kissingen in der Kur Leute kennengelernt. Du wirst ja lachen, die sahen ja nicht krank aus. Was war damit denn? Die waren so dick. So dick? Weißt du, was die hatten? Nee. Hunger. Hunger? Und weißt du, was die bekommen haben? Nee. Nichts. Der eine hat vor lauter Hunger an der Saale am Wasser gelegen. Was hätte dann doch gemacht? Gewartet, bis die Enten gefüttert wurden. Der konnte noch 6 Wochen ja nicht sprechen, nur noch quak, 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 quak. Ehrlich, ehrlich. Mann, oh Mann, oh Mann. Einer war so dick, den konnte man ja nicht wiegen, den Mischer. Was hat er mit dem gemacht? Der hat mal zum Schlachthof gefahren. Zum Wiegen. Ja, hör uns, was haben Sie da von Kur gemacht? Eine Schrotkur. Eine Schrotkur? Aber sauber, da sagst du keine Einschüsse, mein Freund. Und was hast du da gemacht? Ich habe alles durchgemacht. Alles? Alles. Ich hatte morgens Fango, abends Tango. Ram, dam, dam, dam. Dam. Ey, du völligen Tänzer. Mittags hatte ich Anwendungen. Ja. Abends Zuwendungen. Und dann nachts bist du mit dem Kurschatten durch die Gegend gelaufen, wa? Kurschat? Ja. Mein lieber Freund, du bist im Rückstand, du bist stehen geblieben. Mein Herrschaften, früher Zimmermann, heute Standmann. Das heißt doch nicht mehr Kurschatten. Mein Gott. Ja, wie heißt es dann? Kurschatten, sagt er. Das heißt SS. Ja, wieso denn SS? Saisonschmuser. Du hast ja keine Ahnung von vorne, du Dosentüriger Puppekopf. Ja, wieso habe ich da keine Ahnung? In der Kur musst du die Frauen mit einem Mond vergleichen. Wie mit einem Mond? Die müssen abends aufgehen. Ja und? Die morgens weg sein, ja. Du kannst mir jetzt erzählen, du. Ich habe zum Beispiel auch wegen meiner Durchblutungsstörungen habe ich Wassertreten gemacht. Wasser getrotte? Ich war einer der wenigen Patienten, die das Wasser getroffen haben. Du bist jeck. Aber das war ja eisig kalt, das Wasser. Eisig? Wenn du da mit den Füßen reinkam. Ja. Da hatte ich immer so ein Reißen im Schritt. Was hast du? Komisch, die Leute wissen das, du weißt das nicht. Da musste ich immer mussen. Ja. Einmal. Da musste ich so mussen. Und da hab ich gemusst. Ja, und dann? Dann haben sie mich rausgeschmissen. Ja, aber dann machen die anderen doch. Aber nicht vom Beckenrand. Was? Du kannst in Bad Kissingen nicht mussen, was du musst. Nee. Nein. Du musst ja jedes deinen Stempel haben. Aha. Und auch zum Beispiel im Schwimmbad durfte ich nicht mehr rein. Nur weil ich die Badehose verkehrt getragen habe. Ja, wieso das dann? Ich hatte immer am Arm liegen, wenn ich da rein war. Aber einmal, das vergesse ich in meinem Leben nicht, das muss ich Ihnen erzählen, das war mir so peinlich. Da musste ich mich nackend ausziehen. Und dann der Neid in der Bude. Leute, reizt mich nicht. Und was war dann? Und da hat der Doktor... Der hat den Jummifinger angezogen. Ja, was hätte da gemacht? Der hat mich missbraucht. Ja. Ich sage, Doktor, was machen Sie mit mir? Machen Sie eine Hafenrundfahrt? Ja, ist es dann die Möglichkeit? Ja, was sind wir denn da? Ja, hör uns, aber ganz normal, kannst du aus der Kur nicht wieder gekommen sind? Na, ganz gesund, darfst du nicht nach Hause fahren, sonst kommst du in 2 Jahren ja nicht mehr dahin. Denn wie ich dich gesehen habe, dass du mit dem Rennschirm unter der Brause stundst, hast du gedacht, der muss bekloppt sein. Mein lieber Freund, ich bin sauber, ich dusche 4 Mal am Tage. 4 Mal? Du kannst mich etwa 6 Mal duschen, aber nicht mit dem Schirm. Mein Gott, riech ich doch nicht auf, wenn ich mit einem Schirm unter die Dusche gehe, hat das seine Gründe. Und welche? Da habe ich das Handtuch vergessen. Ja, ist ja möglich. Der putzt mich hier runter. Der will mich hier fertig machen.
wie uns Wohnung renoviert wurde, ginge Wasser rührt kaputt. Was bei uns im Hus dann los war, ja, da war et eng von fort. Denn mir saßen Jad um Hüschen, wenn da spritzelt aus der Wand. Und wir sind vor Schreck gelaufen, haben die Kleider noch in der Hand. Doch dann haben wir schnell nen Emmer, dann den Bütt dahin gestellt. Everett spritzte noch immer schlimmer, wie ein Sintflut aus der Wand. Und wir schanden über der Hus her, ein Filler hat er das genannt. Und jetzt schon mit zwei im Wasser und wir haben den Putz noch in der Hand. Putz noch in der Hand. Ist es jetzt Jod? Ist ein Walzer. Putz so noch in der Walzer. Er schämt sich. Kleiner Nacktarsch. Durch die Zimmer liefet Wasser und wir sprungen ob der Stuhl. Und wir wurden halt immer blasser, all die Möbel schwommen schon. Und eine Schuh schwumm durch die Zimmer, ne, was hatten wir ein Freud. Auch der Jodfisch war am Schwimmen, nur der Oma, die tät uns leid. Denn die Sauce um Kanapesche rächte wenig in de Hü. Und der dicke, große Jodfisch lächte ihr am dicke Zieh. Freundschaft. Dann ob einmal Witze munter und sie winkt uns mit der Hand. Ein Schiff wird kommen, der zu singen hat denn der Butze noch in der Hand. Sing doch mit, du kriegst das selbe Geld wie ich. Das macht er jedes Mal, da könnte ich verrückt werden, ehrlich. Da könnte ich verrückt werden. Ist zwar keine große Umstellung für mich, aber... Ich will uns jetzt sagen, du sollst doch für den Körper, du Nozi wie Usin, alles durch Sport, das hält mich fit. Hat dir heute schon jemand gesagt, dass du schön bist? Nee. Dann hat dich auch heute noch keiner belohnt. Oder hast du dich mit Sandseife gewaschen? Wie gehst du denn da drauf? Du siehst ja bescheuert aus. Ja, ist es gut. Wenn man überlegt, dass der Zimmermann 15 Jahre nur im Dunkeln gelebt hat, weil er natürlich den Strom nicht bezahlt hatten, die Eltern, gell? Und nur von Bananen gelebt hat. Der musste die von der Erde suchen, die Bananen. Es war immer dirty. Alles musste abtasten. Philly. Oh, 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 Philly. Mit 30 Jahren hatte die erste Freundin ja, Miss Peggy aus dem Phantasialand. Ja, jetzt reiche mir, Papa. Beide waren so hübsch, die sahen aus, als ob sie gerade von der Geisterbahn entlassen worden wären. Ja, ist es! Ehrlich, wenn die zum Tanzen gingen, hat die Kapelle immer gedacht, die hätten einen Film gedreht, Stahlnetz, weil die so kriminell aussahen. Da hat die Kapelle immer gespielt. Ja, da ist ja. Du wirst doch bloß neidisch. Der war als Kind so hässlich, kein anderer Kind wollte mit dem spielen. Ja, wieso das dann? Darum hat seine Mutter immer ein Kotelettknöcherchen hinter das Öhrchen getan. Ja, wofür dann? Deswegen ist der Hund mit ihm spielt. Sag, was hast du da eigentlich für ein Wölbchen an? Das ist die neueste Mode aus Paris bei Frankreich, Herr Zimmermann. Das ist die neueste Mode? Ein ganz leichtes Stöffchen. Mein Gott, das sieht ja aus. Das ist ein Material, wenn ich deinen Staubfussel sehe, da je. Na, das ist eine Maßanzug. Also du, der Hemdpierk, wenn du mich freust. Das ist, da kannst du nicht mal Tüten, Filtertüten von machen hier. Ja, was ist das dann hier? Das ist das teuerste Material. Was ist das dann? Ach, Junge, das ist echtes Bisam. Was ist das? Echtes Bisam. Wie gehst du denn da drauf? Muss auch Bisam Samstag bezahlt sein, Junge. Wo warst du denn in Urlaub gewesen? Im Sommer. Nee, ich meine, wo du gewesen bist. Ach so, ich war auf Sylt.
Du warst auf Sylt? Auf Sylt war ich, ja. Ja, was machst du dann auf... Da fahre ich jetzt schon 15 Jahre hin, da mache ich FKK aus dem FF. Du machst Freikörperkultur? Genau. Ich kann mich ja sehen lassen. Ich bin ja zeitlos. Ich kann ja alles tragen. Mir steht ja alles. Ja, ja. Ist alles so jetzt, ne? Was kratzt du da immer auf dem Hoderum? Wieso? Wenn ich doch hier am Kopf bin, dann muss ich mich doch kratzen, du Puppekopf. Ja, da dunder doch der Hodus, da kannst du nicht wissen, ob dem Kopf kratzen. Wieso der Hodus? Stehst du der Hodus, wenn du hier am Fötsche hast? Immer die Bemerkungen. Was meinst du denn da? Mensch, hab mich gerade eingelacht. Ja, da musst du aber ja nichts drauf einzubilden. Doch, doch. Nee, wie steht jetzt einmal die Sinn, dann muss ich auch lachen. Das ist gerade nötig, das ist ja zwei Köpfe zum Wesseln. Wir zwei wollten essen, zwei wollten ham, ham. Und da kommen Fleisch. Und summte uns immer, summte uns immer, immer immer Gesicht. Wir stauten uns dumm, das war schwer, und loten nicht hin. Du saßt die ob immer in der Fleischschüssel drin. Wir jagten sofort. Sie war wieder da, sie summte von weg und sie brummte von nah. Herr mein Pantoffel, jetzt wieder zu viel. Ja, da war sie verschwunden und alles war still. Wir zwei wollten lesen. Da kam die Fleisch und summte uns immer, lalalala, immer immer Gesicht. Wir fanden die Zeitung und machten einen Pritsch. Und wenn die jetzt gibt, dann wird sie ihr Fleisch. Da kam sie von hinge. Das Schweine. Mir helfen der Hand. Ganz konzentriert und alles gespannt. Da soße um dich. Drauf mit ihr Brüll. Ja, da war sie verschwunden und alles war still. Komm, soße mal wieder, halt wieder die Pflicht. Bin ich zu schnell? Moment, 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 Moment. Sie lebt ja noch. Moment. Und summte uns immer, immer mit Gesicht. Jetzt kräht er mal Wut, das ist ein Fluch. Mir rannte wie Wilde im Zimmer herum. Mir wurfte mit dem Schluffe die Uhr von der Wand. Mir haben uns am Ofen das Fütsche verbrannt. Von dich fehlen das, von der Oma der Brill. Ja, da war sie verschwunden und alles war still. Mir waren Schachmatt. Ne, wir waren mir fertig. Von der Jagd noch der Fleisch. Denn die summte schon wieder, immer mit Gesicht.
se flüsch hin und her, und ohne Verdruss, genauso ans Lasse, und zwei auch noch us. Mir nomme dort die Schwuften, der andere war jung, der andere hat ja doch noch nicht gekannt. Jo, mir zwei hingen her und wuften uns hoch. Die Fleisch war kaputt und mir zwei sind jetzt fort. Schöne Straßenspiele gemacht. Zum Beispiel haben wir auch gemacht Sackhüpfen. Sackhüpfen? Eine Frau hat gewonnen, die hat sich einen mitgebracht. Und dann haben wir noch Eierlaufen gemacht. Eierlaufen? Zimmermannrennen. Aha. Ich wollte dich nur einladen, aber nützt dir nichts, so große Löffel hatte man ja nicht. Ja. Ah, es war herrlich. Und da haben wir noch ein Spiel gemacht, das nennt sich Fenderspiel. Fenderspiel? So nennt Fenderspiel. Ist, wenn du verloren hast, musst du immer einen Teil ausziehen. Ja. Wir waren nachher all nackig. Wart in der Straße? Ja, waren da doch Frauen bei? Wir waren all nackig. Ob da Frauen bei waren? Ob da Frauen bei waren? Ja. Ja, ist es denn möglich? Zimmermann, du Schwein. Ob da Frauen dabei waren, weiß ich doch nicht. Ja, wieso denn nicht? Ach, wir hatten da auch nichts an, Junge. Aber einmal, da bin ich in Schwierigkeiten gekommen. Wieso bist du in Schwierigkeiten gekommen? Ich war mitten in der Straße. Ja. Voller Menschen. Ja. Da musste ich mal müssen. Das ist furchtbar, ne? Hast du schon mal auf einem Straßenfest müssen müssen, wenn du musst? Aha. Mein Lieber, mein Lieber. Die Natur, die rief, die drückte, kannst du das auch ja. Und der Weg war noch so weit bis zur Toilette. Ja, und dann? Auf Englisch, it was a long way to Pipperary. Na ja, dann habe ich mich dann einfach an einen Giffel gestellt. Du meinst, du hättest dich einfach an eine Wand gestellt? An eine Wand, genau. Ja. Und? Schlauer Bursche. Ja, und? Und dann kam die Polizei. Oh. Weißt du, was der Polizist sagt? Nee. Das ist ein öffentliches Ärgernis. Ja, hätte der Mann doch recht gehabt. Der hat ja nicht richtig hingeguckt. Hatte nur die Hälfte gesehen. Dann hat er noch gerufen, einpacken, aufhören. Ja, ja. Hat er sich einbildet, nur weil er eine Uniform anhat, ne? Der hätte ja von der Prinzeljade sein können, weiß ich woher, ah. Ne? Die hast du vielleicht dran gekriegt. Wieso das dann? Eingepackt habe ich, aber aufgehört habe ich nicht. Ah. Meine sehr geschätzten Damen und Herren, ich hoffe, dass ich sie heute Abend noch alle zu Gesicht bekomme. Aber so jeder doch. Bist du nur da? Oh, ladies and gentlemen, Showtime. Bin auch mit dir am Verzell, Showtime. Du bist doch bloß neidisch, wenn mich das Mädchen einfach in dem Foyer gebützt hat. Ich hab ein Mädchen geküsst. Und angelacht. Oh, und ja. Angelacht. Oh ja. Das ist Geschmackssache. Wieso das dann? Wie ich das erste Mal gesehen habe, musste ich auch lachen, ehrlich. Du hast nicht gerade nötig, gerade du. Yes. Ich meine, du sollst uns jetzt für den Fjord und der Weder zieht, dass du uns jetzt abnimmst. Ich habe doch gerade eine Schlankheitskur gemacht. Was hast du dann für eine Kur gemacht? Eine Essigkur. Was ist das dann? Essigschwatt oder Essignix? Guck mal hier. Mach doch auch mal eine Schlankheitskur. Was soll ich auch eine Essigkur machen? Auf die lange Basis musst du nehmen, das ist besser für dich. Was ist das dann? Lange liegen. Liegen? Liegend abnehmen, das ist gut. Und dann nehme ich ab. Ach, ich habe da Ausgrabungen gesehen im Fernsehen. Mein Gott, verdammt, ich schmal. Du hast ja die Rat nötig, so jetzt gesagt. Du sollst so ein bisschen Sport machen, so wie ich das auch tun. Machst du Sport? Ich mache Sport. Los, ich fahre immer mit dem Fahrrad durch die Gegend. Das hilft mir viel. Ja, du sollst auch einen Sport machen. Du fährst Fahrrad, ne? Ich fahre Fahrrad. Selbst, live. Oh ja. Das muss aber sehr blöde aussehen, wenn du auf dem Rad sitzt, ne? Ja, wieso das dann? Da haben Sie schon mal ein Ei am Fahrrad gesehen? Aber du tust auch uns jetzt Sport machen. Ich mache viel Sport, ich bin Masseur. Was bist du da für ein Masseur? Ich massiere Frauen, ich habe eine Fußball-Damenmannschaft unter mir.
Ja und? Die muss ich massieren. Ich bin vereidigt, weil ich hübsch und gut aussehe. Und die denkst du massieren? Ja, ich bin sehr gefährdet. Wie mäst du das dann? Das ist eine körperliche Angelegenheit. Da musst du voll zuschlagen. Ja, wie dann? Da sind ja Frauen bei wie Kleiderschränke. Da muss ich die Schubladen polieren. Verstehst du? Da musst du voll... Ja, kannst du mal sagen, was das immer ist? Die nächste bitte heißt dann. Oh, Heimatklänge. Mit zwei, wir machen Tanzmusik, weil uns dazu gefällt. Und musikalisch haben wir uns auf Rockets hingestellt. Sich früher wird mit jedem Tag bei uns daheim trainiert. Ne Salto und ne Doppel-Nelson haben wir schon probiert. Wir tanzen jetzt in den Rock'n'Roll, denn zu nen Rhythmus mit uns toll. Wir sind aber schon an Arm und Bein und wieder Glück. Es ganz gemein, weiter sind wir durchgebrannt und sind mit zwei aufs Rand und Band und alle schreit wie Radodol. Der Rock'n'Roll ist wirklich wundervoll. Der Rock'n'Roll ist wirklich wundervoll. Oh yeah! Hey, was ist mit dir los? Wow, wow! Ha! Neulich auf einer Sitzung, die Musik macht halt Pause. Und tausend Mann, die Moten, also klurrt schneller raus. Da liefen wir Flücking her und waren ganz erstaunt. Genauso wie beim Tanzen springen, die sind der Faust. Wir tanzen jetzt in den Rock'n'Roll, denn zu den Rhythmus wird uns toll. Wir zittern schon an Arm und Bein und wie der Typ ist ganz gemein. Dahinter sind wir durchgebrannt und sind wir zwei aus Rand und Band und alle schreit wie Radodol. Der Rock'n'Roll ist wirklich wundervoll. Wenn hier einer bekloppt ist, ist er es nämlich. Wieso das? Der ist so verrückt, der zieht sich im Sommer den Schlittschuh an, wenn er sich im Eis kaufen geht. Jetzt haben wir der Eierschaden und meint, das wäre leer gut. Der ist so geizig, wie es jetzt so kalt war, hat er seinem Schäferhund den Schwanz abgeschnitten, damit die Türe schneller zugeht. Der ist so geizig, der würde ich bis hierhin beerdigen lassen, wenn er stirbt, damit er die Grabpflege selber machen kann. Da ist doch wahr, Mann. Der gibt eine Hühne heiß Wasser, da hat sie kochte Eier legen. So geizig ist der, hat noch nie Urlaub gemacht. Oh, doch. Der sitzt auf seinem Geld wie ein Huhn auf der Eier. Ich meine, ist für ihn keine große Umstellung. Ne? Erzähl doch nichts, ich hab wohl Urlaub gemacht. Drei Wochen in Altenberg, im Märchenwald, war. Nee, ich war mit meiner Familie in der DDR. Du warst in der DDR? Oh ja. Zimmermann in der DDR. Dass ich das noch erleben darf. Hast du deine Eier stempeln lassen? Ja, hallo, guck mal, der Peter ist auch hier. Ach ja, wer ist das dann? Von der Sparkasse. Ach, der von der Sparkasse. Der sitzt am Schalter. Am Schalter sitzt der? Ja, der hat mit Kredit und sowas zu tun. Ja. Mit Kredite? Der hat diese daran Grieche da gehabt. Was hat der da gemacht? Der wollte ein Kyrus-Konto eröffnen. Kyrus-Konto? Hat er gesagt, das ist bei uns nicht Uso. Ich weiß nicht, dass er überhaupt keine Benehmen an. Es war herrlich da. Ich hab ja so viel Freude gehabt da. Das glauben Sie gar nicht. Das hör war uns, ja so schön. Da. Hören Sie, Beste auf der Bühne, kannst du doch nicht in der Nase rumbohren. So kann ich denn nicht machen, das siehst du doch. Nee, das gehört sich nicht. Ich bin Künstler. Ja, und das gehört sich wenn nicht. Wenn ich auf der Bühne stehe und ich bohre mit meinen Fingern in der Nase, ja, dann hole ich das Letzte raus aus mir. Aha. Das
Schwabern. Sie haben keine Ahnung, du. Tütenöckel. Hör mal auf mit dem Verzell, aber wie küsst, doch Herz. Wie küsst du dann an das Auto? Hast du mein neues Auto? Ja, ich war ja ganz überrascht. Ja, hör auf, du. Du hast mein neues Auto gesehen. Was ist denn damit los? Wo ist er das denn her? Das ist ein Auto, wa? Was? Hör auf, Gekka. Wow, Fünfradantrieb. Wieso Fünfradantrieb? Da dreht sich das Ersatzrad auf, wenn du fährst. Ach, hör auf mit dem Auto. Das ist ein Auto. Wow, anders wie deins. Na, lass du mir hast Auto. Ja ein saublödes Auto. Wieso haben wir ein Der Auto? Der hat ja ein blödes Auto. Wieso haben wir ein saublödes Auto? Also richtig Eierkar, ehrlich. Wieso dann? Da gehen die Türen nach innen auf. Ist ein Baljot. Da steigst du ein und bist schon wieder draußen. Ein blödes Auto. Das Auto, was ich jetzt habe, das ist ein Hammer. Ja, wo hast du denn her? Alle gucken so, wenn ich mit dem Auto angefahren komme. Ja, und wo hast du denn her? Ein Wahnsinnsauto ist das. Ja. Weißt du, wie ich an das Auto gekommen bin? Nee, da weiß ich ja nicht. Soll ich dir das mal kallen? Ja, da will ich ja wissen. I guess, I talk with you. Ja. Ich komme dieser Tage zufällig über die Autobahn. Du zufällig? Bei Anhalter. Aha. Und der erste Wagen hat angehalten, ja. Weil an mir fährt ja keiner vorbei. Ja. Ich hatte mir den Bügel drin gelassen. Ja, ab wo? Das war eine junge Dame, eine Russin. Eine Russin? Die hat mich mitgenommen. Du bist jeck. Die hatte Geschmack. Bist davon überzeugt? Da habe ich mit der Russisch gesprochen. Wie dann? Da ist dir was vorgespielt, nicht? Wunderbar. Und Sie können ja Russisch. Ja. Die hat mich auch direkt verstanden. Ja, und dann? Ja, dann sind wir so weitergefahren durch die Straßen. Durch die Straßen? Sind ja asphaltiert. Haben wir ja bezahlt. Ja, und? Dann durch die Berge. Berge? Jede Menge Berge. Ja. Schneekoppe. Anschließend auf eine Liegewiese. Auf eine Liegewiese? Auf eine Liegewiese. Und ich war ja nicht müde. Und da hat die was gemacht, das war mal so peinlich. Wieso das denn? Die hat sich ganz nackelig ausgezogen. Du bist verrückt. Hast du schon mal eine nackte Russin gesehen? Nee. Solche Füße. Auf jeder Seite eine Badalaika. Ja. Und wie die so nackt da stand, habe ich gesagt, zieh dich warm an. Ja, und dann? Da stand sie dann vor mir im Schweiße ihrer Füße. Ja. Dann hat sie sich noch mehr ausgezogen. Ja, was dann? Die Haare. Ja. Die Zähne. Ja, und? Da stand die vor mir. Und da hat sie gesagt, Schatz, du darfst dir was wünschen. Ja, und? Da hab ich mal schnell das Auto genommen, ehrlich. Was ist denn damit? Schnee. Was ist das? Das ist Ebenholz. Was ist das für ein Holz? Ebenholz. Weil es Ebenholz ist. Lass mal in der Rocke, ja? Ja, der geht für 4-4. 1, 2, 11, 11. Hey! Im Stadion, da knubbelten sich die Menschen, da war jetzt los. Da wurde sich ein Klopp am Boden gewälzt, ein Loch und ein paar in der Jass. Wir liefen dahin und wir wollten nicht sinn und wir kräzen dann da für die Bier. Ob einmal ihr schreit, da kommen noch zwei und das waren wir. La 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 la. Ach, Not. Was ist das dann? Der Takt. Plötzlich stunden wir mitten im Spiel und der Sturm ging über uns fort. Wir riefen noch abseits, das nutzen nicht viel, uns Kleider, die waren kaputt. Da suchen wir Ruth und wir kreischten der Wut und wir gingen heran wie ne Stier. Je schlagen, je trotte und kontra, je butte, ja und das waren wir. Du. La 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 la.
Hallo? Da ist sie wieder. Was? Der Takt. Langsam kommen wir nicht mit zurecht, es waren doch leider zu viel. Im Stadion, da ging es uns schlecht, wir kreischten zu schwer für die Brille. Und in dem Tumult, da warfen die noch mit Tomaten, mit Eier und Bier. Zwei Mann, die loten aus der Mülltonne raus, ja, das waren wir. La, 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 la. Ja. Was heißt er denn jetzt auch wieder? Ich ist so rübergerutscht. Ob einmal rannt alles wie wild durcheinander und schnell wie der blitzende Eck. Wir waren ob einmal ganz allein und so sind bedroppelt im Dreck. Die Schutzmänner kommen die Straße rauf, et darf keine lange sortieren. Die letzten zwei, die Hanse verhaft, und dat wore mir. Du Ei, ich will uns jetzt sagen, all dat hin hier, was du jetzt bemängelt hast, von der Fürs angefangen, bis oben in der Hochspitze, dat han ich von unserem Herrn Jott gekriegt. Und da bin ich stolz drauf, weißt du das? Ist ja gut. Alles vom liebe Jott? Das habe ich alles vom liebe Jott gekriegt. Auch da die eingeschlafen Füße, da die. Auch die eingeschlafen Füße. Ist das alles vom liebe Jott? Das ist alles vom liebe Jott. Mein Jott. So wie du jetzt aussiehst, ist das alles vom liebe Jott? So wie ich jetzt aussehe, oh ja. Jo, das hat weiß. Ja, wieso das dann? Ja, da kann man bei dem auch nichts mehr bestellen, ne? Weil es alles doch erzählt, dass ich vergangene Woche Probleme gehabt habe, wie ich heimgefahren bin. Du hast Probleme? Ja. Halt sie fest, mein Freund, ich kann sie nicht brauchen. Aber stell dir doch uns vor, ich hatte einen Vergaserbrand oder sind mir die Flammen hin und rausgeschlagen. Warst du schon mal bei einem Spezialisten? Ja klar, wo ich bin, ein Spezialist. Weißt du, was der für mich gesagt hat? Der Riemen von der Wasserpumpe wird gerissen. Ich hab dir immer gesagt, du darfst nicht so scharf essen. Jäg, das ist mir doch am Auto passiert und nicht beim Essen. Ach, dein Auto hat hier gebrannt. Ja klar, ja, das hat er doch direkt. Man macht sich richtig Kopfschmerzen um dich. Ich dachte schon, der explodiert jeden Moment. Und da hast du in dem Auto gesessen? Ja, da habe ich drin gesessen. In dem Feuer? In dem Feuer. Oh, da kann man braun werden. Aber Eierschalen brennen ja nicht, ja. Da hast du mitten in dem Feuer drin gesessen? Mitten drin, ja. Da muss ja ein Wahnsinnsauflauf gewesen sein. Menschenauflauf, mein. Richtig. Ein Eierauflauf. War bestimmt die Feuerwehr da, ne? Feuerwehr war da. Ja, die schocken das Ei ab. Feuerwehr, Polizei. Polizei ja, es geht ja blitzschnell, du bist ja nicht unbekannt in Köln. Es geht zum Beispiel so, Zimmermann brennt! Ei, 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 ei. Oh. Aber ich muss sagen, du lebst sehr gefährlich. Ich weiß das ja. Das kann man ins Auge gehen. Na, ist ja Jod. Da kann man bei kaputt gehen, weißt du, was du da machst? Da kann man sterben. Es gibt Leute, die sterben für immer. Apropos sterben, hast du mal an mich gedacht, an mich? An dich? Hast du dein Sakrament schon gemacht? Das ist doch nicht Sakrament, das ist Testament. Ja, wie das heißt, hast du an mich gedacht, bevor du kalt wirst? Ich habe an dich gedacht, oh ja. Ehrlich? Oh ja. Danke dir. Ich lasse mich verbrennen. Du lässt dich verbrennen? Oh ja. Wann? Ja, wenn ich tot bin. Das kann ich auch, da tut's ja nicht mehr weh. Ist der geizig. Lass mich verbrennen, da kannst du doch im Auto sitzen bleiben. Hat in seinem Leben nie gearbeitet, aber wünsche, will verbrannt werden, der Fürst, der Faulenzer.
Aber wenn du verbrannt wirst, dann kommst du nicht arbeiten. Das wieso das dann? Da sag ich, für die wieso? Asche kommt in die Eier oder musst du arbeiten, Junge? Sag, was ich dir sage, wo mir ist doch die Star gleich mal Lösche passiert. Stell dir uns für, ich will meinem Kleinen erklären, wie mit Messer und Jaffe die Gäste weht, ne? Ja, das ist doch schön, ne? Hör mal ab mit schön, du. Dabei habe ich ein Messer verschlägt. Du hast ein Metz verschlägt? Ja. Der hat ein Metz verschlägt. Jesus, mein Josef. Ach nee, ich kann nicht mehr. Sagt, das ist gefährlich, weißt du das? Ja? Hast du da schon jetzt den Finger in der Hals gedauert? Frag mich nicht. Alle fünf Wann ist er in gefröselt. Hast du aber einen großen Schnüss, du? Ist da jetzt alles klar? Überhaupt nichts ist klar. Meinst du vielleicht, ich wäre an das Messer gekommen? Nicht die Gumme? Nee. Das Metz? Nee. Nicht die Gumme? Nee. Nicht die Gumme. Hast du dann schon jetzt nichts Nutzius genommen? Du meinst wohl Rizinus? Ja, nimm doch nicht so genau. Du, da hab ich eine halbe Flasche von dir getrunken. Eine halbe Flasche? Mein lieber Mann, du, kann ich dir sagen. Was meinst du, was ich erlebt habe? Ist doch jetzt alles klar, ne? Überhaupt nichts ist klar. Alles andere ist hier gekommen, bloß das Messer nicht. Nicht die Gumme? Das Metz. Nee. Ist nicht gekommen. Ist nicht gekommen. Wirst du wahrscheinlich ein neues Metz kaufen müssen, wa? Jetzt will ich dir uns jetzt sagen, dir wird ja noch eine ganz vernünftige Mensch, wenn du ein bisschen solider leben willst. Ich soll solider leben? Ja. Ich habe 6 Jahre solide gelebt. Du? Jawohl. Ah. Ich habe 6 Jahre nicht geraucht und 6 Jahre nicht gesoffen. Ah. Und 6 Jahre keine Frauen angefasst. Ah. Und was hast du anschließend gemacht? Bin in die Schule gekommen. Und wir wird's vier für, ja. Ja, jetzt teste ich ihn mal. Teste, wie jetzt teste? Mal gucken, was er auf der Pfanne hat. Ja, probieren's. Das ja immer derselbe Griff. Kennst du den anderen? Der hat nichts drauf, der Bursche. Ja, dann zeig ich guck mal hier, was Griffe. Guck dir das mal an. Wo hältst du die dann her? Da hab ich mal zeigen lassen. Von wem? Von dem Tintenfisch. Ach, hör auf. Was mir ist Single, das ist nicht gelaufen. Denn Lehe lädt uns nicht. Wir sind im Hetze von Kölle geboren. Hey, yes, ihr wart am Neumadrid. Da gäst ihr kommt, wo im düsteren Finger. Moin in dem Geruch, dort den Moritz Kuchen backen und singen, da lernten wir uns Muttersprache. Wir haben gelacht, bis in der Nacht, bis manchmal in der hellen Tag. Hey, stünd ich noch dann alle Kölle, Jung, das Göfen Spaß. Oi. Le Samba, Samba, den wir tanzen in der Schemmerjass. Wenn der Trinke Pfeffer ist, bin ich gepasst bei dir. Ja, tanze durch die Kuchenallee. Hey, Samba, Hoppa! Hey. Ich kann's mal sagen, was das sind so? Eiertanz. Und vierte mir in der Schemmerjass-Kirmes, in der St. Peters war. Bin Jasper Schäf und beim Haarstück, beim Bollisch, du schmucke Köln so wunderbar. Vom Fenster hoch, wo dann Ojul zu klingeln, das war der Kasterol, der war das Liedchen vom Frühling am Singen, der Kerl war ewig Stähne voll. Das waren zig schöner Wüg, die wünschen wir uns jetzt oben. Stünde Glock, dann alle Kölle, Jung, das Jöwen Spaß. Oui. Samba, Samba, den wir tanzen in der Schemmerjass. Wenn er dringend Pfeffer ließ, bin ich ein Portemonnaie. Wir tanzen durch die Kuchenallee. Olé! Hör auf mit dem Verzell, ich kann doch nur das eine sagen, wie ich von der Kegeltour nach Hause gekommen bin. Ja, wir haben eine Kegeltour gemacht, da war Stimmung. Wow. Hör auf. Herr Zimmermann war dabei, die Leute haben gedacht, da wäre eine Beerdigung.
Ist es jetzt bald gut? Das kannst du da eben spielen, da. Auf jeden Fall, wie ich nach Hause gekommen bin, hat meine Frau mal eine Bütze gejoffen. Du küsst deine eigene Frau. Ah, ja. Du hast es gerade nötig, bist da. Bist du runtergekommen, Junge? Küsst er seine eigene Frau? Dass ich das noch erleben darf? Muss ja Eiergeschmack im Mund haben. Ist er bald jod? Vom Küssen kann man blind werden. Wieso das dann? Ich habe vor der Woche ein 18-jähriges Mädchen geküsst. Ja und? Jetzt kann ich meine Frau nicht mehr sehen, weißt du? Ja. Ich kann doch nur das eine sagen. Ich bin ja mit euch auf der Kegeltour gewesen, da. Und deswegen bin ich mit meiner Frau noch 2 Stunden spazieren gegangen. Das ist gut, Attenleiter, Bach und Auslauf. Hör auf mit dem Verzell, du. Wir waren noch am Trödelmarkt gewesen. Hm. Hast du sie weggekriegt? Ja, ist es gut. Warum klatschen Sie? Kennen Sie die Frau Zimmermann? Aber hab ich dir erzählt, dass ich in Afrika gewesen bin? Du warst in Afrika? Oh ja, Junge. Im schwarzen Erdteil. Oh, da war ich doll. Ja, es ist ja auch, Junge. Aber ich habe aus Afrika meiner Frau ein Souvenir mitgebracht. Einen echten Chinchilla. Oh. Oh ja. Ei, ei, ei. Ein Chinchilla für Frau Zimmermann. Hatte sich aber gefreut. Da kann ich das sagen. Auch die Zimmermanns kann sich ja unwahrscheinlich freuen. Ich hab dir, Endo, du weißt überhaupt gar nicht, was eine Chinchilla ist. Ich weiß nicht, was ein Chinchilla ist. Nee. Eine bodenlose Frechheit. Eine bodenlose Frechheit. Weißt du, was ein Chinchilla ist? Was dann? Ein Chinchilla ist und bleibt ein Chinchilla. Aha. Ist der bekloppt. Ich kann dir einen guten Tipp geben. Was dann? Mit Penicillin kriegst du die Krankheit weg. Seine, ich habe doch erst den Peter getroffen, ne? Den Peter? Ja, kennst du den? Der Clay? Ja. Die Stinkdrüs? Ja. Den kenn ich, den kenn ich. Stell dir uns für, der Güter mich an und will mir das sagen und fällt hin. Ist sie gefallen? Ja, ich bin hingelaufen und der Opiore, da steht der da und konnte ja nichts mehr sehen. Wo der wie blind? Genau so, sag, haben wir den aufs Spital geschleppt, da, ne? Wo jo, da, und wo im Spital haben sie dem so ein kleines Döschen gejoffen. Was denn, ne Quatsch, ne? Ja, da waren aber 2 so ein Glassplitter drin. Du meinst, sie ist schon 2 Glasohren, ne? Ja, aber damit konnte er wieder die Zeitung lesen. Damit konnte er wieder sehen? Ja. Mit den 2 Glastöpfchen? Genau. Kommt der wieder sehen? Kommt der wieder sehen. Und jetzt soll ich laufen? Ja, warum dann nicht? Wenn das stimmt, habe ich auch einen Mann gegangen. Der ist mit dem Kopf in der Briefkasten gelaufen. Ja. Nicht der Daumen verloren. Nicht der Doktor den da ein Stück Kuh auszudrehen nicht. Ja. Und der gibt da 20 Liter Milch. Ehrlich, das Beweise. Keine Zeuge für. Sag uns, wer hat das da gesehen? Wer hat das gesehen? Ja. Der mit den 2 Glasaugen von dir. Willst du Freude dir machen? Unersetzlich lachen, lustig sind und schunkele, Jankerus im Dunkele, wo sich drinnen alle schlag, Grime da wie's in der Nacht, manch Fläche geht da bei ihr Klötz, und wenn er dann noch bei man schützt, der Dom, der Schauke, der Dicke, Dack, ja, des, genau wie du im Lack. Ja, der Dom, der Schaukel, der Dicke, Dack, ja, des, wie du im Lack. Willst du uns ein Mädchen
schmeck wie Apfeltäsche. Drückst das Kind dann an das Herz, fühlst dich wie ne junge Fetz. Dann ne Gläschen Moselwing, innen ne Stiftchen He am Ring. Dat Fläschchen schmeck und hetz je um, dann gehst du noch ein zweiter drum. Der Dom, der schaukelt den dicke Dack, ja, der ist genau wie du im Lack. Ja, der Dom, der schaukelt den dicke Dack, ja, der ist wie du im Lack. Der Dom, der schaukelt den dicke Dack, ja, der ist genau wie du im Lack. Ja, der Dom, der schaukelt den dicke Dack, ja, der ist wie du im Lack. Ich will dir uns jetzt sagen, mich hätte aber gestern Abend noch ein Mädchen eingeladen zu einer Tasse Kaffee, die aber nicht. Eine ganze Tasse? Was hat sie denn gesagt? Komm sie rein, ne Zimmermann, komm sie rein. Zimmermann? Nee, das hätte für mich gesagt, ihr Mann wird da. Oh, das war ja Spiel ohne Grenzen. Ja, der Land führt mich. Für mich jange die Küche rein, da steht Küche? Da steht eine Korf mit Wäsch. Mit Wäsch? Ja, da schnappst du doch ein Bügel, und dann fängst du schnell an zu bügeln. Und ich schon an meiner Mannerin und kann dem sagen, der Bügelmann ist da. Und ich habe ein das Kaffee für 2 Stunden gebügelt. Für 2 Stunden gebügelt? Ja. Für eine Tasse Kaffee? Ja. Hättest du bei Chibobili haben können. Zimmermann! Ach nein! Hier ist der gelbe Klo. Für eine Tasse Kaffee hat nur 2 Stunden gebügelt. Ist es bald, Jod? Der muss einen Hammer haben. Excuse me, Zimmermann. Hör mal, Bügelmann! Da war nicht zufällig so eine kleine Blonde aus der Gaststätte bald zu einsamen Herzen. Sie hören, so kommt das nämlich her. Sag bloß das Ludo, wa? Ja, wieso dann? Die hat uns dran gekriegt. Ja, wieso hat die Frau uns dann dran gekriegt? Ja, ist es denn, du, was du gestern gebügelt hast, hab ich vorgestern gewaschen. Ich bin ne? Ich hoffe so. Ja, dann kannst du mir doch uns erklären, wie das ist, wenn man mit dem Flugzeug fliegt. Du willst fliegen? Ja. Zimmermann geht in die Wolke. Fliegen ist der Traum der Menschheit. Bisschen. Oh, Wahnsinn. Über den Wolken, richtig, da kann es ja wunderbar sein. Man fliegt schon mal ein Ei. Hoch in die Wolken hinein. Du sollst nicht singen, du sollst mir das halt und still, du sollst mir das erklären. Du bist ja noch da, ich dachte, du wärst schon weg. Gut, alles klar. Also, wenn du unbedingt fliegen willst. Was ist dann? Dann musst du immer vom Köln-Bonner Flugplatz fliegen. Da muss man von da. Ja. Warum das dann? Das ist der schönste Flugplatz von Deutschland, mein Freund. Ja. Ja, siehst du? Und warum ist das dann der schönste Flugplatz? Ah ja, da ist es schön ruhig, da sind wir unter uns. Ah. Kommt ja nie einer, ne? Ja. Und wenn mal einer kommt, ne, da wird der rote Teppich ausgelegt, ja. Ja. Da kommen die roten Funken, ja. Ja. Und ich kenne den Chef sehr gut vom Flugplatz. Das ist der Herr Schade, der hat schon der Eierorden von mir bekommen. Schade? Schade heißt der, ja. Schade. Kennst du den? Nee. Schade. Aha. Ja, dann steigst du in die Maschine ein, schnallt sich an, ist alles Routine, geht die Kiste einfach hoch, ne? Ja, und dann? Geht in dieser Lage geht die hoch, ne? Ja, so und? Ungefähr, ne? Ja. So ist schön, so tut weh, das ist schön, ja. Auf einmal sitzt man in der Maschine. Ja, was ist dann? Auf einmal geht's Gingong. Was ist das dann? Gingong. Ja. Das heißt nicht, dass die Avon-Beraterin kommt, mein Freund. Da geht ein Licht an, da muss man Englisch können, wie ich. Da steht drauf, no smoking. No smoking. Ich hatte Glück, ich bin in Jeans und Pullover geflogen, Gott sei Dank. Und später kriegst du warmes Essen. Warmes Essen? Warmes Essen, da hast du ja Vollpension bezahlt. Im Flugzeug, genau, ne? Warmes Essen mit Gemsalat. Womit? Gemsalat. Was ist das da? Gemischter Salat, Junge. Ah.
Und was du nicht essen kannst, kannst du mitnehmen. Ja. Da hat der Nachbar so ein Tütchen hinten im Sitz, da kann man Essen reintun, ja. Gut, 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 gut. Und noch viel später, wenn die richtige Höhe da ist, ja, dann ja. wird's interessant. Wieso? Da kommen die Leute an. Du meinst, wo die Turbulenzen da kommen, ne? Genau. Ja, was ist dann da? Da ist mir ja Kölner mal entgegengekommen, denn hinter mir, der hat mir voll über den Pullover gehauen. Ja, und dann? Der wollte sich entschuldigen, sag ich, das macht nichts, ich komme ja aus der Kur, ich liebe Fango-Packungen. Ah. Der Fallschirm, wenn jetzt passiert. Ah, der Fallschirm. Ja, wo ist der dann? Da sitzt er doch drauf. Ja, und wenn er nicht aufgeht? Dann musst du zu Fuß weiterfliegen, ja. Ah. Der hat überhaupt keine Ahnung vom Fliegen. Hör mal, bei der Landung darfst du nie klatschen. Nee. Der macht aber eine Ehrenrunde, wenn man dazu ja. Meint ihr, was ist der bekloppt, ehrlich? Weißt du was, mit zwei fliegen wir zusammen nach Spanien. Wir zwei? Jawohl, ich habe schon ganzen Koffer von Äpfeln eingepackt. Ja, was willst du denn mit der Äpfel in Spanien? Ich habe gehört, in Spanien kann man Frauen haben für einen Apfel und ein Ei. So, hör uns, meinst du vielleicht, du hättest locker nur und sehen, was ich habe? Du hast ja nichts mehr. Ist ja der Föhn explodiert, oder? Na, hör mal ab, du. Hast du dann diese neue Schöne in der Spiegel gelohnt? Ich kann mir erlauben, in den Spiegel zu gucken, du nicht. Ja, wieso denn nicht? Guck mal, wenn ich in den Spiegel gucke, das ist Eitelkeit. Aha. Wenn du reinguckst, ist Tapferkeit. Das ist der Unterschied. Ich bin ja Junggeselle. Du bist Junggeselle. Ich bin Junggeselle, eingefleischt. Mhm. Bei mir zu Hause kannst du von der Erde essen. Mhm. Wenn du nicht empfindlich bist. Ich habe gestern Kuchen gebacken. Was dann für einen? Marmorkuchen. Eine Marmorkuchen. Da sind Leute gekommen, die haben gesagt, der war aber lecker. Ja. Für den Rest habe ich schon Fußbänkelchen gemacht. Das gelöbe ich dir. Ich koche ja wahnsinnig. Ja, das nach dem Kuchen bin ich selbstständig. Ich backe jetzt nur noch für Bauunternehmer. Wieso das dann? Ich backe Treppenhäuser, Fensterbänke. Ja, ja. Ja, ja. Ah, ich bin ja spitze in der Richtung. Mich überbietet ja. Deine Kocherei, die kenne ich. Ich hab dir mal eine gefüllte Gans gemacht, eine Zimmermannsgans. Es komm, war wahnsinnig. Eine Delikatesse war da. Mit Rosinen drüber, die Soße mit dem Löffel immer drüber. Oh, darf ich dir uns jetzt sagen, die ganze Woche Drama, die war ziemlich Lapplette, die konnte sich keine Messel in die Uhren stechen. Das Beste war der Drama, wo die Füllung, die da drin war. Ja, ich wusste ja, dass die eine gefüllte Gans ist. Da habe ich die extra wegen dir nicht ausgenommen. Noch meine Twiste, ja? Ja, lass meine Twiste. Los gone Liverpool. Was ist das dann? Das ist Englisch. Ja, was heißt das dann? Los John Liverpool heißt das. Bei uns im Hus, da wohnt uns Tant, die ist noch schwer ob Zack. Sie spielt noch immer Fußball und fährt auch Motorrad. Wo läuft das Motorrad? Und wenn die so mit 80 Sachen rast durch den Verkehr, dann jutzen all die Straßenbands und rufen hinterher. In Tante Anna, die ist wieder da, rufe die in Kofi, tralalalala, mit 70 schon noch im Mini-Rock, läuft die Ohren wie ne Hippenbock. Lief dann, was bist du da? Wer weiß, was das noch wieder so? Da, 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 da. Ein bisschen Löffel drin, ja? Vier Wochen ist ins aus dem Zoo, denn ist so ein durchgebrannt. Der kommt mit Hot und Hü allein durch Straße raffgerannt. Ist es jetzt Jod? Da war doch der Esel, du Esel. Da ist die ganze Nummer kaputt, Mann. Da sprung uns dann vom Motorrad und stahlt sich in der Weg. Da hätt das Tier vom Luther Schreck ne Nervenschock gekriegt. Tante Anna, die ist wieder da, rufe die im Koffer, la mit 70 schon noch im Mini-Rock, lüft die Ohren wie ne Lippe da. Lief dann, was bist du da? Wer weiß, was das noch wieder soll? Da, 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 da. Zwei Gels mit schwarzer Maske und Pistölchen in der Hand. Die machten uns einen Überfall und schnappten sich uns dann.
die Hand und stand noch nicht gekannt, sonst hätten sie das nicht gemacht. Die zwei, die Hanse hingen her in den Krankenhaus gebracht. Tante Anna, die Esel da, da rufe die Koffie, la 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 la. Mit sich sehst du noch, im Minneheron, läuft die Öhren, die die Pepe bock, lebt dann, was bist du da? Wer weiß, was das doch wieder soll. Wie süß du da los, Wahnsinn? Ja, ich hab mich neu einkleiden lassen. Wo dann? Im Phantasialand auf der Geisterbahn. Bist du da stolz drauf? Das hab ich gemacht wegen meiner Arbeit. Ich krieg nämlich jetzt Arbeiterlosenunterstützung. Was kriegst du? Vom Arbeitsamt krieg ich Arbeiterlosenunterstützung. Du kriegst vom Arbeitsamt? Arbeiterlosenunterstützung. Kannst du mal das Wort noch uns ganz langsam wiederholen? Ich bekomme vom Arbeiteramt. Ja. Arbeiterlosenunterstützung. Also du kriegst vom Arbeitsamt? Arbeiterlosenunterstützung. Kannst du nicht sagen Arbeiterlosenunterstützung? Nee, das kann ich nicht sagen. Dann kriegst du auch kein Geld. Ich will doch bloß das eine sagen, du sollst uns ein Beispiel an deinem Nachbarn nehmen. Was hat der denn schon wieder angestellt? Der hätte jetzt Arbeit gekriegt. Immer gehen lassen, immer gehen lassen. Aber wenn der morgens um 5 Uhr aus dem Haus geht. Um 5 Uhr? Ja, um 5 Uhr. Dann nimmt der seine Frau an den Arm, geht der Bützi und dann geht der freudestrahlend nach der Arbeit. Der küsst seine eigene Frau? Ja. Da siehst du mal, wie der runtergekommen ist, wa? Und nicht abends, wenn der von der Arbeit wieder geht, kriegt die Frau wieder ein Bützchen. Abends schon wieder? Ja. Bäh. Aber da sollst du doch unser Beispiel dran nehmen. Ich kenn die Frau da ja nicht. Man kann ja vom Küssen blind werden, ne? Was kann man? Vom Küssen kann man blind werden. Wie küsst du dann da drauf? Ich habe vorige Woche ein 18-jähriges Mädchen geküsst. Ja und? Jetzt kann ich meine Frau nicht mehr sehen. Ich will bloß das eine sagen, wenn du Arbeit haben willst... Ich will ja, ich kann ja gut aufstehen. Ja? Nur morgens nicht. Aber du kriegst da Arbeit, geh jetzt noch im Rathaus hin, das wird der Bürgermeister dir bestätigen. Da hängt ein Großschild. Wir suchen Arbeiter beiderlei Geschlechts. Na ja, wer hat das schon? Mein Platz genug hätte ich dafür, ne? Meine. Ja, meine sehr geschätzten Damen und Herren, Sie sagen einfach Zugabe. Das ist gar nicht so einfach, eine Zugabe zu geben mit einem Mann, der so bekloppt ist wie man, wie der, Ist es jetzt gut? Was denkst du denn machen, wenn wir heute morgen ins Jepp passieren, denn? Wenn der Sensenmann käme? Ja. Und nimm mir meine Zimmermann. Was denkst du denn machen? Also, wenn du sterben solltest, ja. Das wirst du nicht überleben. Aber traurig wäre ich ja doch. Ich würde nur schwarz tragen. Ich würde mich nie waschen, ehrlich. Aber ich glaube an das zweite Leben. Was möchtest du denn werden, wenn du nochmal auf die Welt kommst? Wenn ich noch uns auf die Welt komme, was möchtest du denn werden, wenn du nochmal auf die Welt kommst? Werde ich ein Bienen. Ach, ein Bienen. Ein Bienen. Die Biene Zimmermann. Das erste Ei, was fliegen kann. Und weißt du, warum ich ein Bienen werde? Nein, du sagst. Da bitte. Kann ich so von Blüte zu Blüte fliegen. Fliegen, der Traum der Menschheit. Kann mir den Honig holen, wo ich will. Und kann all die Leute, die mich geärgert haben, in den Fuß stechen. Oh. Aber ich stirb denn nicht zuerst. Da muss ich einen Blätschputz tragen. Aber ja. Aber das wäre gut für eine Biene. Wer ist im zweiten Leben? Ja, wieso das dann? Dann möchte ich ein Huhn sein. Du? Ja, dann käme ich als Huhn und würde dich fressen. Ja. Dann würde ich ein Ei legen. Ja. Und dann wären wir wieder zusammen, ne? Hast du mal einen Unfall? Wie gehst du denn da drauf? So kann man doch nicht immer ausgesehen haben. Solange ich dich angucke, umso mehr kann ich mit mir zufrieden sein. Mein Gott, wie bist du überhaupt hier reingekommen? Durch die Tür. Die lassen doch jeder Penner rein hier. Ey. Du hast ja gar keinen Arsch in der Hose. Oder stehst du verkehrt herum, wa?
weiß man das ja nicht, ne? Man weiß ja nie, ne? Und jetzt auch besser, wenn Sie ein bisschen Sport treiben, dann werdet ihr besser werden. Ich komme aus einer sportlichen Familie, Herr Zimmermann. Wer weiß, wo du herkommst. Jawohl, bei uns zu Hause haben wir alle Sport getrieben. Ja. Alle haben es getrieben, das jawohl. Das glaube ich. Ich habe Tennis gespielt. Du hast Tennis gespielt? Schau dir die Rückhand an hier. Ich habe mehr Rückhand wie Vorderhand, Junge. Nennt sie das Rückhand? Die Bälle, die ich geschlagen habe, sind nie mehr aufgetaucht. Ich war der beste Mann am Platz. Ja. Ich war mein eigener Champion. Wenn die anderen nicht da waren. Ich war so gut, ich habe mir selber Autogramme gegeben, Junge. Natürlich mit einem anderen Namen, ist klar, ne? Und du hast Tennis gespielt, genau. Ne? Genau. Aber mach ich nicht mehr, ist mir so eine Lauferei. Ja, warum ist das eine Lauferei? Ja, das war ja eine Lauferei. Ja, warum dann? Oh, weißt du, was das eine Lauferei war? Das war ja so ein kleiner Verein, die hatten ja überhaupt nichts aus der Pfanne, ne? Genau, passt doch so. Beim Tennis steht einer auf der Sieg und der andere steht auf der Sieg. Und da wird der Ball hin und her geschlagen. Was hast du gespielt oder ich? Das war eine Laufer, das war ja ganz kleine ja, Verein. Ja, aber der hat der kleine Verein dann. Der hat doch kein Geld! Ja, wieso denn? Was meinst du, ist das eine Laufer? Ja, wieso denn? Wir hatten doch nur einen Schläger! Kannst du mir jetzt sagen, wo du vergangene Woche gewesen bist? Ich habe dir angerufen wie in der Jack. Und da ist doch keiner an den Telefon gegangen. Du hast bei mir angerufen? Ja. Bei mir live? Dass ich das noch erleben durfte. Er hat bei mir angerufen. Ja und? Ja, da ist doch keiner an der Telefon gegangen. Da ist keiner an der Apparat gegangen? Nee. Bist du denn sicher, dass du bei mir angerufen hast? Ja klar, nicht bei dir angerufen. Hast du denn auch die richtige Nummer gewählt? Ja. Da ist keiner an der Apparat. Da ist keiner an der Apparat gegangen. Ich habe mir den Finger wund gedreht. Nur eine? Bist du denn sicher, dass du vor dem Wählen auch der Hörer abgenommen hast? Und du ist keiner an der Apparate gegangen? Nee, keiner. Bist du sicher? Ja. Da war auch keiner zu Hause. Ja, hör uns, was ich sagen wollte. Du gehst doch öfters noch am Zoo hin, ne? Noch am Zoo? Ja. Du warst jetzt dreimal, bist wieder heimgegangen. Ja, wofür das dann? Ja, da steht ja Zoo. Wir zwei, wir basteln jeden Tag, da können wir nicht führen. Und alles, was sich so bewegt, haben wir Interesse für. So haben wir neulich schon so das Artbevolk studiert. Die Fuchsität und Schnelligkeit, die hat uns imponiert. Wir leben auf der Stelle, nur dem Patent am Schnell. Sag uns doch, was man will. Man müsste von der Affen haben, dass man heute bei dem Verkehr wie ein Affe zuspringen kann. Dafür haben wir jetzt Bälle, bei uns für alt und jung. Da ist ein Affe sehr umdrängt, da blieben wir im Schwung. Rabadabadab, rabadabadab. Kannst du mal sagen, was das soll? Das will ja keine Ahnung vom Tanzen, wa? Ja, was ist das dann? Der doppelte Ritzbeier, du Ei. Wenn man in die Jahre geht, dann nimmt man Pillen hin. Man isst nur das, was Kraft uns gibt, mit Vitaminschor drin. Und wenn der Kreislauf ist gestört und quer durch die Jass, dann weht zum Schluss bei all dem kommen Leben und zur Last. Ja, mir zum Doktor dann, dann sagt der liebe Mann, sag, weißt du, was man müll ja von der Affen haben, dass man hück bei dem Verkehr wie ein Affe zuspringen kann. Dafür haben wir jetzt Bälle, bei uns für alt und jung. Da ist ein Affe sehr umrennt, doch dann bliebe mir im Schwung.
bin sowieso auch sehr sauer auf dich. Wieso bist du dann sauer auf mich? Du hast mich nicht besucht im Krankenhaus. Aber erzähl dir doch nicht, ich weiß es doch nicht, dass du im Krankenhaus gewesen bist. Ich habe im Hospital gelegen, in England. In England? Yes, 4 weeks. Was heißt das, 4 weeks? 4 weeks, das ist Englisch. 4 weeks in the hospital. Oh, hör auf mit dem Englisch, meine Frau spricht besser Englisch wie du. Deine Frau spricht Englisch? Aber ja. Stimmt, ja, habe ich ja gestern beim Frühstück gehört. Wieso das da? Wie sie gesagt hat, SDI. Aber dieses Hospital... Was war denn da los? Dieses Krankenhaus kann man keinem empfehlen. Wieso kann man das keinem empfehlen? Das war ja Wahnsinn. Was war denn da passiert? Da muss doch Frankenstein gearbeitet haben. Wie seht das dann? Da muss doch Frankenstein gearbeitet haben. Ja, wieso? Da tragen die Ärzte bei einer Operation grüne Klamotten. Wie grüne Sachen? Grün, damit der Patient sich schon an die Farbe gewöhnt, wenn er ins Gras beißt, weißt du? Ehrlich, ich habe es doch gesehen. Ich habe es gesehen, ehrlich. Ganz echt gesehen, ganz echt. Und da kam der, da habe ich genau gesehen, wie der grüne Klamotten an. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Der Chefarzt, der ruft einfach über dich weg, wenn du da liegst. Schwester, die Instrumente, ja, die machen da Musik, wenn du am Abkratzen bist. Muss ich mal vorstellen. Da hat sich ja keiner um mich gekümmert. Überhaupt keiner zu dir. No people come to me. Du, da darf doch wohl nicht wahr sein. It's no everybody's. Also ist keiner gekommen? No everybody's. Na, das ist ja furchtbar. I myself, myself. Ja, 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 ist ja gut. Am letzten Tag kam einer im weißen Kittel, das war ein Hammer. Was war das dann? Ein Mann im weißen Kittel kommt zu mir. Ja und? Ich denke, endlich kommt einer. Ja. Sagt der Herr Süber, wie groß sind Sie? Ich sage, 1,60, Herr Doktor. Ja. Sagt, ich bin nicht der Doktor, ich bin der Schreiner. Ja, ja. Hör mal. Das ist doch ein Frechheit. Deine Frau zieht aber alles an, ehrlich. Ja, meine Frau kann sich ja sinnlos, ja, ne? Ja, sie sieht gut aus, sie trägt ihre Funde mit Charme. Ja, ihre Funde. Ein Schneeflöckchen. Kleine Schneelawine. Bist bloß neidisch. Ob Kölz, Zojebunge, Plümo. Miss Zimmerman aus dem Phantasialand. Naja, na, dicke Frauen sind praktisch, ne? Wieso sind die da praktisch? Du hast im Sommer Schatten, das ist gut. Das ist gut. Ich hab übrigens deine Frau voriges Jahr im Schwimmbad gesehen. Du hast im Schwimmbad gesehen? Aber ohne Breitschwanzmantel. Nur der Schatten habe ich gesehen. Wo hast du gesehen? Mein Gott, hat die einen Schatten. Ja, wieso das dann? Das halbe Schwimmbecken war halb kalt, ehrlich. Wie eine Asphaltstraße. Hm, du kannst mal warten. Statt jeden Moment käme der Lastwagen an dir fahren. Da kam der Lastwagen. Sah gut aus, hat eine dreiteilige Bikini angehabt. Meine Frau hat eine dreiteilige Bikini angehabt. Das ist ein neues Modell sein, ne? Was hättest du da getragen? Dreiteilig, eine Strühhut, Halskette und Sandalen hatte die an. Weißt du, wie du da rumläufst, als wenn du das Kleidchen auf den Nabelschnur getroffen hättest? Mann, bitte, oh keine Mann. Politik hier, mein Freund. Mein Gott, wie süß du aus. Sieht doch besser aus wie du. Meinst du, du bist schön? Ich bin schön. Du bist schön, ja. Oh ja. Was geht dann dort zu lachen? Kennst du den Unterschied zwischen dir und einem Punker? Pff, nee. Der Punker macht sich absichtlich hässlich. Und der ist ja noch bekloppt dabei. Wieso bin ich da bekloppt? Der ist ja so verrückt, der hat vorige Woche eine Tennishalle eingeweiht. Ja und? Hat dort Netz durchgeschnitten. Hör du mir doch auf mit Ding und Wurzel. Meine Frau hätte schon recht, wenn sie sagt, blieb von dem weg. Hör mal mit deiner Frau auf, die ganzen Pfeife rauf. Na, lass meine Frau aus dem Spiel. Oh, Zimmermann, deine Frau geht fremd. Die Ding doch auch. Das weiß ich ja, die darf das ja, die bringt ja Geld mit, das ist aber anders, Junge. Aber mir haben sie verzählt, du hättest jetzt endlich wieder Arbeit. Ja, Gott sei Dank. I have a new job. Du hast eine ganz neue Job. I walk jetzt in eine Robofactory. Wo bist du? A Robofactor. Was ist das dann? Gummifabrik. Eine Gummifabrik? Wir machen alles aus Gummi. Gummimatten, Gummikappen, Gummianzüge für Taucher, Schlauchboote. Schlauchboote? Schläuche. Schläuche. Und kleine Schläuche. Was für Schläuche? Wie, was für Schläuche? Die kleinen. Kleine Schläuche. Seh mal.
Ja, was dann? Kennst du doch, die Kleinen. Was denn? Kennst doch die Klapperstorchbetrüger, die Kleinen. Ah. Und ganz zum Schluss in der Abteilung machen wir Nüggele, Schnuller für Babys. Du Bessieck, ja hör uns um, was meinst du denn da? Ich habe einen Vertrauensbasten. Ich arbeite hinter verschlossenen Türen. Hinter verschlossenen Türen? Jawohl, ich mache kleine Löcher mit der Nadel in die Klapperstorchbetrüger. Ja, wofür das dann? Dass später wieder die Nüggele verkauft werden, kleine Junge. Blöde Frau. Ladies and Gentlemen, Showtime. Was Sie nun hören, haben Sie noch nie gesehen. Oh. Und der Sonnenschinkel und der Himmel, der war blau. Ob einer Käyen zu einer Brombenau. Ein Heereturm in Käyelblub. Noch Brombenau am Ring. Flaumenau auf Hochdeutsch. Da freuen wir uns jedes Jahr. Da jammer immerhin. Am Sonntag morgen ging es los, der Bus stund schon parat. Der Präsident stund auf der Straße und trug am Dorzia. Der hielt ein Red und rief, Jut, Holz! Entschuldigung. Oh. Ne, Freundschaft. Dann ging denn der Bus und der Sonnenschinkel und der Himmel, der war blau, auf einer Käyelstor nach Brombenau. Ja, und der Sonnenschinkel und der Himmel, der war blau, auf einer Käyelstor nach Brombenau. Danke. Dann ging die Chaussee rauf mit Jutzen und Geschrei. Wir waren all aus Rand und Band, was hatte mir ein Freund? Ich kann mich noch freuen, wa? Um 10 Uhr war der Insteras, der Weg stund für der Tür. Dann tät er uns begrüßen mit Schnaps und auch mit Bier. Die Feuerwehr, die spielte laut. Der Eiermann ist da. Und der Sonnenschinkel und der Himmel, der war blau. Und der Käyelstor nach Brombenau. Ja, und der Sonnenschinkel und der Himmel, der war blau. Und der Käyelstor nach Brombenau. Wir kommen mit das Andering Rhein River und waren ganz schön blau. Das kommt von all dem Schunkele und auch von dem Schabau. Der Präsident spendiert zum Essen ein paar Gläschen Wein. Dann jaufet Brummekuchen, wir krümmten uns für Bing. Zum stillen Nachtchen rannte mir, was waren wir in Form? Und der Sonnenschinkel und der Himmel, der war blau, oben nach Käyelstor, noch Brummenau. Ja, und der Sonnenschinkel und der Himmel, der war blau, oben nach Käyelstor, noch Brummenau. Ja, und der Sonnenschinkel und der Himmel, der war blau, oben nach Käyelstor, noch Brummenau. Ja, und der Sonnenschinkel und der Himmel, der war blau, oben nach Käyelstor, noch Brummenau. Wo ist er denn jetzt angeln? Am Wasser. Am Wasser? Oh, jetzt setzen wir mal ein Eigo Fishing Underwater. Mhm. Hätte er schon jetzt gebissen? Mich noch nicht. Blöde Frage. Dann muss das Wasser doch da, wo der Angel ist, sauber sein. Das ist kristallklar, das ist Bodenwasser, das ist Bodenwater. Aha. Also Spring Lake. Aha. The water comes from the bottom of the days.
da kann ich doch auch durch schwimmen, Jon. Hä? Ja, oder FKK machen, wenn das sauber ist, wenn das schön ist. Hallo. Kleiner sexy Boy. Du willst mir da meine Fische einen Schock kriegen, wa? Wieso das dann? Bei mir will der Nacken schwimmen gehen. Ja, aber gut, du willst mal erkannt werden, wa? Was heißt das dann wieder? Dass die Fische raufgucken und sagen, ah, oh, guck mal da, da schwimmt der Iron Man. Du kannst bei mir nicht nackend schwimmen. Ja, warum kann ich dann doch nicht schwimmen, Jan? Meine Fische gehen an jedes Würmchen. Ich will dir bloß das eine sagen, du tätst jetzt besser, wie wäre ich jetzt? Jank doch so einen Sportverein oder Jank bin ich in einem Tanzclub, da kannst du dich besser bewegen. Tanzen, mein Freund, ich bin ein Traumtänzer. Das glaube ich dir. Bei mir ist Leben drin, du Eisenbahnschwelle. Du kannst ja nicht starten, so wie du aussiehst. Wie bist du überhaupt hier reingekommen, hör mal? Durch die Tür. Die lassen aber jeder Penner rein hier. Der hat ja keinen Arsch in der Hose. Oder stehst du verkehrt rum hier? Sowas will tanzen, der kann ja gar nicht tanzen. Ich kann schon tanzen. Du bist Beamte und Beamte können nicht tanzen. Ja, wieso dann nicht? Beamte können nicht tanzen. Ja, es gibt keine Kapelle, die so langsam spielen kann. Ja. Sag mal, du bist so stief, hast du Schwierigkeiten? Ich habe einen Hexenschuss. Einen Hexenschuss? Ja, ich habe einen Hexenschuss. Kannst du dich nicht mehr bewegen? Nee, mir geht alles weh. Musst du Yoga machen? Yoga? Yoga, das sind Lockerungsübungen. Was ist das dann? Das ist ein Emmer Wasser, ja. Die Füße rein, ja. Und der Finger in der Steckdose. Ja. Und einen Vorschlag. Wo hast du denn den Hexenschuss her? Den habe ich mir doch bei mir im Jade geholt. Im Jade? Ja, im Jade. Im Jade? Ja, ich habe doch meine Jade umgegraben. Umgegraben? Der Jade? Ja, und haben wir doch für so ein Heck gepflanzt. Ein Heck? Am Weg, ja. Ein Heck? Ja. Im Jade? Ja. Und da muss ich mich ja bücken für den umzugraben, ne? Bücken? Ja, im Jade doch. Im Jade? Wegen der Heck? Wegen der Heck, ja. Ja, und jetzt? Einen Hexenschuss. Im Jade? Vom Böcke? Ja. Muss der Jade eine Meter höher legen. Musst du aufpassen mit dem Hexenschuss. Warum das dann? Das geht wie? Ja, das kann ich dir sagen, dass das wie geht. Vor allem morgens, wenn man wach wird. Was hat das dann damit zu tun? Mensch, das ist aber ja keine Erfahrung, wa? Wieso das dann? Du sind nicht der Schuss vor, das sind die Hexen neben dir. Ladies and Gentlemen, Blues Time. Bitte beachten Sie meine Körperbewegung. Das ist der Blues. Whoopi. Das Ganze in Zeitlupe. Endlich machen, wenn wir heute morgen ins Jett passieren, der du wirst da Janserling. Dann muss ich alleine zu den Bären gehen. Also du meinst, wenn der Sensemann käme? Ja, ich meine, wenn der Sensemann kommt. Mein lieber Freund, solltest du sterben, für immer, das wirst du nicht überleben. Und ich wäre sehr traurig, ich würde jeden Morgen schwarze Frühstückseier essen. Mhm. Ich würde nur noch schwarz tragen. Ich würde mich nie mehr waschen. Mm. Nur noch schwarz. Mm. Ich wäre so schwarz. Ich würde mit einem schwarzen Anzug in der Bäckerei anfangen. Was willst du da machen? Schwarzbrot. Zimmermann. Ja, ey, darf ich schon nicht mehr sagen. Zimmermann, das Frühere. Zimmermann im Taschenformat.
Der ist ja so berühmt. Ach mein Gott, was ist der berühmt? Ich war gestern in der Eifel, in der Gastwirtschaft, da habe ich mal einmal Zimmermann bestellt. Ja, und hast du dann dort drauf jetzt gekriegt? Ja, zwei Spiegeleier. Herr Zimmermann! Und mit dir spreche ich nicht mehr. Ist in Ordnung, gib Gas. Wir zwei schon mit der Höhner geht schon um 5 Uhr ab. Wir laufen, springen, hüpfen, als würden wir bekloppt. Denn 20 Kilo sind zu viel, so meint der Doktor, kleiner blöde Schwein. Drum haben wir zwei uns angemeldet, im Trim dich fit vor ein. Der Hampel-Bampel-Strampelmann, der mäht uns zwei nervös. Wir laufen durch das nasse Gras und wackeln mit den Füßen. Dann springen wir auf einem Bein ein paar Mal in der Hüft. Und sind wir zwei so richtig warm, ja, dann hüpfen wir noch mehr. Kannst du mal sagen, was der Blödsinn sind so? Das ist der Eiertanz. Jetzt laufen wir schon Monate in Wald und Flur herum. Ob laufen, schwimmen, denn ich spiele mir wieder ja nicht. Uns Frauen sind am Schengen, ihr zwei hätte ich nur ab. Und hoffen's dann bei uns daheim, da sind wir müde und schlapp. Der Hampel, Bampel, Strampelmann, der mäht uns zwei nervös. Wir laufen durch das nasse Gras und wackeln mit den Füßen. Dann springen wir auf einem Bein ein paar Mal in der Höhe. Und sind wir zwei so richtig schwärm, ja, dann hüpfen wir noch nie. Ich stund jetzt hier für meine Gesundheit und das ist viel wichtiger, du. Das freut mich, deine Frau sieht doch schlecht aus. Nein, nein, ich lass mir jetzt bei mir im Haus einen Sauna einbauen. Oh, Zimmermann flippt aus. Ist ja schon ätzend. Lässt sich eine Sauna bauen. Oh, du Zimmermann. Lässt sich eine Sauna bauen. Schnell, du weißt überhaupt, der sieht, was ein Sauna ist. Eine Sauna ist und bleibt eine Sauna. Ich kann dir erklären jetzt, was eine Sauna ist. Eine Sauna ist eine viereckige Holzverschlag. Ich bin eine Holztüre drin. Ja, aber da ist eine Holztüre richtig, drin. Richtig, da ist ein Herzchen reingeschnitzt. Nein, da ist kein Herzchen drin. Nein, nein, und in der Sauna sind so Holzbänke drin. Richtig, mit einem Deckel drauf, wenn ich mich da drauf setze. Nein! Auf die Holzbank, da denkt man sich splitternackt Kopplei und dann ist in der Sauna 100 Grad Hitze drin. Und wenn du dann nur rennküsst in die Sauna und du liest dann auf der Holzbank, da fängst du so langsam an zu spitzen. Das wird wärmer und wärmer und wärmer. Und da fühlst du dich wohl und du fühlst dich besser. Und die ganze Krankheit, die du dann im Körper hast, die steigt dann so langsam hoch. Und da schwitzt du dann alles aus, weißt du? Und der Schweiß, der läuft dann am ganzen Körper lang. Du schwitzt dann, wie du noch nie geschwitzt hast. Und das ist dann eine Sauna. So, oh, jetzt weißt du, was ein Sauna ist, ne? Mein Gott, der macht mich fertig, der Bursch. Das ist eine Sauna. Das ist eine Sauna. Das ist ja was ganz anderes, wo ich immer hinging. War nie so warm. Und da gehst du rein? Da gehen wir hier rein. In diese Hitze? Ja. Wow. Nackend? Ja, klar. Wow. Als geschältes Ei. Gisela. War die Sauna teuer? Ja, klar ist die teuer. Die kostet mich ja bald 10.000 Mark. Ach, da wird's mal warm, wenn ich den Preis schon höre. 10.000 Mark gibt dir aus zum Schwitzen. Das kannst du doch billiger haben. Wieso das dann? Hättest du einen Eierkoch gekauft, wärst du 3 Minuten auf. Oh.
Du sollst eine Frau mal was in Ruhe lassen, jedes dir auch besser. Ich bin ein Frauentyp und Opfer meiner Schönheit. Aha. Ich hätte heute Morgen um 6 Uhr schon Frauen haben können. Du? Wenn die mitgemacht hätten, ne? Ich bin ja auch 3 Mal verheiratet. Wie oft bist du verheiratet? 3 Mal. Was ist das dann? Das ist Spanisch. Spanisch? Sí, sí, hombre. Ah, und wie heißt das? 3, 1, 2, 3. Aha. 2 3 ist 6. Aha. Aber 6 ist kein Interesse, das ist der Unterschied, verstehst du? Jetzt sehen wir noch Spanischunterricht hier. Hör mal auf, ich kann erzählen, du. Guck mal, meine erste Frau vor Jahren. Ja, was war denn damit? Die war ja viel zu jung und zu unerfahren. Ja? Die konnte mich noch nicht ernähren. Du bist ja. Und was war mit der zweiten Frau gewesen? Meine Sickenfrau. Ja. Aus Sickenhand. Ja, was war denn damit? Die hatte noch die Unschuld, die habe ich laufen lassen. Warum das dann? Was andere nicht wollen, will ich auch nicht. Ha! Darf ich dann jetzt ins ganz bescheiden fragen, wer mit der dritten Frau war? Die Helga. Wie hieß die? Helga. Helga. Helga von Kalelja. Aha, und was war damit? Oh, die liebt mich ja. Und das Jeck. Wenn die mich schon anguckt, verstehst du? Wieso das dann? Die liebt mich abgöttlich. Ja, wieso dann? Die muss mich lieben. Ja, warum? Die habe ich schon 10 über die Schwelle getragen. Ja. Die kommt immer wieder. Immer wieder. Der Junge, der hat aber ich meine, es gibt ja Ehen, die halten 30 Jahre. Ja, das ist ja normal, ne? Das ist die Hölle. Ja, wieso dann? Ich habe diese Tage im Reisebüro einen Mann gesehen, der kam ganz wütend ins Reisebüro. Wieso? Ja, und? Sagt er, ich möchte eine Kreuzfahrt anmelden. Ja. Bin 30 Jahre verheiratet. Ja. Sagt der Mann am Schalter, wollen Sie getrennte Betten? Aha. Nein! Getrennte Schiffe! Ich meine. Du erzählst mal hin über die anderen, du. Naja, was Damen anbetrifft, ich bin früh reif, ich bin sehr früh vom Baum gefallen. Das muss aber ein Brummerbaum gewesen sein, du. Da musst du von einem Eierbaum runtergefallen sein, Mann. Guck mal, ich habe mit 19 Jahren schon Zeitungsannoncen aufgegeben, für Damenbekanntschaften zu machen. Und hast du? Mein Körper hat sehr früh Verlangen gehabt. Und hast du? Ich war gesund. Ja, hast du denn? I have. Was dann? Ich habe durch die Zeitung eine Dame kennengelernt, die war 23 Jahre alt. 23 Jahre? 2,15 Meter groß. Mein Gott. Ein Traumschiff. Du musst ja leider mitnehmen. Auch immer die Schreierei. Hallo! Wenn die gesprochen hat, war immer ein Echo. Ja, und? Mein Gott, mit der muss man ins Kino gehen. Oh. Was war dann da wieder los? Die Leute auch. Setzen! Und dann, wenn das Kino vorbei ist, habe ich noch mehr Ärger. Wieso das dann? Die Leute, schau dir das an, die gehen über die Stühle, ja. Die war ja so groß, wenn ich mit dir an einer Hecke vorbeikam, ja. Haben die Leute auf der anderen Seite gedacht, die hätte auf einem Pferd gesessen. Ja. Die haben schon Zuckerschön rübergeworfen. Ja, ist es da möglich? Und ich habe mir Möhrchen bestellt, ja. Die kam eines Tages zu mir und sagt, Schatz, ich musste ein Geständnis machen. Ja. Ich habe einen saublöden Namen. So wie die, wie hieß die denn? Die hieß Gans. Wie hieß die? Gans. Gans. Ja, ist ja gut, ich weiß es ja jetzt. Alles muss ich dem erklären, mein Gott. Ja, und? Ist der zurückgeblieben? Ja. Und? Der ist stehen geblieben, früher Zimmermann, heute Standman. Ich sage, Schatz, das macht nichts, wenn du Gans heißt. Wichtig ist, dass ich dich liebe. Wunderbar. Ich war zur Zeit der schnellste Küsser von Köln. Ja, ob mit dem Theater. Ich hab den ganzen Saal geküsst, hat kein Mensch gemerkt. Ja. Ja. Ich sag, Schatz, komm zu mir, du kleine süße Gans. Ja, und? Ich liebe dich, wenn auch Gans heißt. Ja. Ja, sagt, ich hab noch einen Nachteil, ich bin in Umständen. Hab ich gesagt, stopp, eine gefüllte Gans mach ich nicht. Ah. Schon Äpfel gebackt. Jeden Samstagabend in der Wirtschaft ob der Eng sitzen wir beim Stammtisch und schwaden da wie Eng.
de Musik spielt et Mädje summe und dabei je tanzt. Dann rollt de Wind durch das Lokal in die Rum, bezahlt der Franz. Lass man noch nicht heim, ja, ist er doch viel zu schön. Lass man noch jetzt bleiben, bei echter Kölscher Tönen. Lass man noch jetzt tanzen, wir singen in Du und im Moll. Denn wir haben noch lang nicht das Kanälsche voll. Spanien! Lass mal Spaß uns machen, wo weiß nicht, was noch blüht. Mit Schunkeln und Lachen, kriegt's mal sich so gekriegt. Wir können doch nicht sparen, die Stür mit uns kaputt. Und das, was wir zwei übrig haben, nehmen uns die Frauen vor. Lass mal noch nicht heim, Jan, hier sind doch viel zu schön. Lass mal noch jetzt bleiben, beste Kölschertön. Lass mal noch jetzt tanzen, wir singen in Du und im Moll. Denn wir haben noch lang nicht das Kanälsche voll. Denn wir haben noch lang Und ich habe dies nach noch so jod von dir geträumt. Du gehst doch mal, der hier so einen Ratschlag. Du hast von mir geträumt? Hör ob, ist die Nacht ja schön rumgegangen. Hör ob mit Dingen, Verzell. Auf jeden Fall habe ich dies nach im Bett gelegen und habe geträumt, ich hätte am Ring gesessen. Das ist und gut. Hätte da geangelt. Hm, da bist du in frische Luft, das ist gut. Ja, und ich habe so eine Fische in der Angel gehabt. Mein Gott, so hast du lange Arme, Junge, ja, mein. Wunderbar, ja. So ein Fisch. Muss ja solche Augen gehabt haben. Hat der. Und der wollte ich dir schenken. So was träumst du? Ja. Du schenkst Fische, die du nachts im Traum fällst. Da siehst du mal, wie gut ich dir bin. Ja, das stimmt, habe ich auch geträumt, ja. Du? Ich habe auch geträumt, ich hatte am Rhein gesessen. Du bist hier. Und sie. Und plötzlich, wie soll ich das sagen, ich sitze am Rhein River. Ja. Da kamen die 11.000 Jungfrauen. 11.000 Jungfrauen? Ja, yes, jetzt sind wir mal 11.000 Girls. Aha. Alle im Bikini. Oh. Im Bikini. Oh, 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 oh. Und kein Mensch hat mir geholfen. Oh. Ja, warum hast du mir dann nicht Bescheid gesagt? Ich wollte dich nicht stören, du warst gerade am Angeln. Ah. Bloß das eine Sache, Ming Frau, das ist ein Engel. Oh, freu dich, meine lebt noch. Ich hab Minger Frau auf dem Trödelmarkt einen echten Rembrandt gekauft. Oh. Du hast am Trödelmarkt einen Rembrandt? Oh ja. Ein richtiger Rembrandt? Einen echten Rembrandt. Ja, da, wo kommt der her? Aus Paris. Paris, oh, Frankreich. Paris bei Frankreich, ja. War der teuer? Der Glas ist so eine Rembrandt-Tür, der kostet ja 20.000 Mark. Oh, oh, der muss aber alt sein. Ah, der Rembrandt, 20.000 Mark, ist Paris bei Frankreich. Kauft er seine Alten, ist der bekloppt. 20 Mille für eine Rembrandt, müsst ihr euch mal vorstellen, alles Paris bei Frankreich. Ey, ich lüge ja schon dahinter, du weißt ja, wer der Rembrandt ist. Ich weiß nicht, was ein Rembrandt ist. Nee, das weißt du doch nicht. Eine bauselose Frechheit. Ein Rennband ist und bleibt ein Rennbrand. Richtig. Hast du schon eine Garage dafür? Also ich weiß ja, dass ich schon Jack bin, aber du bist doch viel Jacker. Wenn hier einer bekloppt ist, dann bist du es. Wieso dann? Du bist ja so bekloppt, du merkst das schon ja nicht mehr. Der geht mit einem Eimer Wasser zur Bank, für ein Konto zu löschen. Aber ich bin bekloppt, ja. Ich bin bekloppt. Vor 3 Wochen hat er als prominenter Gast eine Tennishalle eingeweiht, hat er Netz durchgeschnitten. Ich bin bekloppt, ich bin bekloppt. Ha! Neuerdings sitzt er in der Badewanne und meint, er wäre am Meer. Da können Sie nicht drüber lachen, Sie haben ihn ja nicht gesehen. Ich habe ihn gesehen.
Das müssen Sie sich vorstellen. Zimmermann in der Badewanne und meint, er wäre am Meer. Und seine Frau ist noch bekloppter. Die hat ihm jetzt ein Gitter um die Badewanne gemacht. Damit er nicht so weit rausschwimmt. Ich will doch bloß das eine sagen, wenn von uns zwei einer bekloppt ist, bist du bekloppt. Du Jack, du sitzt auf der Verkehrsampel drauf und tonst doch um wie so ein Ab. Du hast mich gesehen? Ja. Wie ich auf der Verkehrsampel? Oh ja. Da bin ich bekloppt? Oh ja. Mein Freund, wenn ich mich schnackig auf eine Verkehrsampel setze, habe ich meine Gründe. Welche? Ich war beim Arzt. Was hätte der damit zu tun? Der hat mir rotes Licht verschrieben. So, jetzt will ich dir uns jetzt sagen. Das ist ja gut. Meine Frau hat für mich gesagt, rechne ich nicht über dich, ob du bist schöner wie dich. Du bist schön. Oh ja. Wenn du meinst, du wärst schön, das können wir hier an Ort und Stelle klären. Wie willst du das erklären? Ja, pass mal auf. Du weißt doch, der Klapperstorch. Was ist mit dem? Der hat die Kinder mit dem Fahrrad rundgefahren. Ja. Da hatte der vorne ein Körbchen mit Kindern. Ja. Und hinten ein Körbchen mit Kindern. Ja. Und vorne die Kinder. Ja. Die haben gesungen. Wir sind die schönsten Kinder der Welt. Kennst du das Lied? Nee. Siehst du, hast du hinten im Körbchen gesessen. Ah. Haben wir schon. Komm, lass mal den singen, ja? Hier? Ja. Hier willst du singen? Ja. Da muss ich die Leute vorher präparieren, ja. Was ist das dann? Meine sehr geschätzten Damen und Herren, ein Zimmermann singt jetzt, es wäre schön, wenn Sie im Saal bleiben. Es wäre furchtbar. Er hat sich extra neuer Musikstil angeeignet. Das ist Kammermusik. Wer seht das? Kann man Jack von werden, ehrlich. Ich mag das Lied nicht. Ich mag den Text nicht. Der ist so primitiv, wissen Sie? Ich bin hier für die Klassik. Einmal am Rand. Bist du so weg? Freundschaft, er fängt jetzt an. Ich mag das Lied nicht, ehrlich. Wenn ich schon anfange. Es kommen der Jodfisch, der Ringer raufgeschwommen. Ich hab sie gewarnt. Der war ganz verhungert und blass. Wahnsinnstext. Ja, da haben wir dich schnell aus dem Wasser genommen. Ich muss ihm helfen. Da stetzte ihn ganz schlappe raff. Und hätten wir den nicht in den Waldeck gerollt. Holla, 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 jo. Ja, der hätte sich bestimmt noch eine Schnuppe geholt. Holla, holla, jo. Mein Gott. Noch 30 Strophen. Ob der Weitstunden Kuh und die schamte sich nicht. Nee, nee, was war das für ein Tier? Ne Kuh, ne? Und die ging hin und her und alle paar Schritt. Ja, da platschte et Hinger ihr her. Die Sauerei, die muss ich immer singen, ja. Und hätte man das Tier nicht in das Schlachhaus gebracht. Holla, holla, jo. Ja, die hätte sich bestimmt in die Kacke geladen. Holla, scheiß Lied ist dann ehrlich, so. Und sie klatschen auch noch, das verstehe ich auch nicht mehr, ey. Ich bin ja froh, dass sie hier bleiben. Unser Hausherr ist neulich der Treppe raufgefallen. Er war auf dem Flur ausgerutscht. Wir holten da dabei mal im Treppenhaus knallen. Er hat sich die Knie ganz verblutscht. Und hätten wir dem da nicht eine Emma hingestellt. Holla, holla, jo. Ja, dann hätten wir bestimmt nicht so herrlich geknallt. Holla, holla, jo. Mein Gott.
da kriegen wir Geld für, also da krieg ich in den Kopf rein. Die ersten gehen schon. Wiedersehen, schönen Dank auch. Dankeschön. Da geht noch einer. Tschüss hier, tschö, wiedersehen. Wir waren in der Alpe vergangene Woche. Dankeschön. Auf der Moosalm, da kreischte mal Krach. Ja, da stand so ein Jodeler am Steißbeiner Joch. Und der jodelt schon morgens um acht. Das war oben in der Eiernordwand, ja. Und hätte man den nicht in das Fötchen getrodde. Hola, diola, jo. Ja, das stünde wahrscheinlich noch im Motto-Bubbe. Hola, diola, jo. Gott sei Dank. Was ist das dann, Gott sei Dank? Sing du doch uns, du Meckerfreund. Soll ich singen für dich? Ja. Aber ich mache alles für dich, mein Freund, ja. Jetzt mache ich dich fertig. Der Zimmermann, das Eier, der ging auf die Birsch. Holla, die holla, die ho. Fischerchöre. Ja, da wollte er jagen den schneeweißen Hirsch. Holla, die holla, die ho. Ist ätzend, wa? Und hätt ich denn da nicht ein Jäsin gestaut. Holla, die holla, die ho. Ja, dann hätten der da ganzen Tag ja nix geknallt. Holla, die holla, die jo, 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 jo. Aber jetzt will ich uns jetzt sagen, ich hab nicht vergangene Woche in der Stadt gesehen, da hab ich gedacht, mein Gott, wie sieht der aus, der hätte ja Sackkleider an. Das war kein Sackkleid, mein Freund. Was war das dann? Das war ein Anzug, den hab ich gekauft, den hab ich mir auch gekauft. Der ist gut, den hab ich beim Kriesel am Opernhaus gekauft. Der sitzt, aber der war ja total verfaltet. Den hab ich beim Kleu und Adenauer gekauft. Wo hat sie den gekauft? Beim Kleu und Adenauer. Wer ist das dann? C und A, ja. Aha. Der war so voller Falten, mein lieber Freund, der muss wohl operiert werden, ehrlich. Wieso? Den habe ich reklamiert, habe ich gesagt, schauen Sie sich diese Falten an. Da sagt der Verkäufer, wenn Sie einen Arm anheben, sind ja. Falten alle weg. Wo sind die alle weg? Und den Arm nach hinten, ja. Das Bein nach da ja. Und das nach da. Ja, und dann? Da sind alle Falten weg. Ja, und? Und so bin ich über die Straße gegangen, so. Mein Gott, Gott, was hat die Lügner gesagt, wie die so rum Hannover hier sind? Das muss ja furchtbar sein. Die Leute haben gesagt, der arme Teufel, mit Jutta Schneider hat er, ja. Aber jetzt sind's jetzt ganz anders. Komm, lass mal eine ganz andere Verzell anfangen. Yes. Ich tun jetzt für die Umwelt. Bravo. Du tust was für die Umwelt. Oh ja. Heißt das, du gehst nicht mehr außer Hause? Nee, ich lass mir jetzt einen Katalysator inbauen. Herrlich, herrlich, herrlich. Eine Katalabat? Eine Katalysator. Ein Katalysator. Oh ja. Lässt du dir einbauen? Oh ja. Bravo. Ein Katalysator lässt er sich einbauen. Und wo? Am Auspuff. Muss der eine große Hose tragen, wa? Für was soll das gut sein? Ja, damit er nämlich so stinkt. Oh. Und du bist auch dran. Ich? Du bist auch dran. I lost no people on my life. Du bist auch dran. Not on my life. Du auch. Nein, ich tue mir nichts Filtertüten. Du tust lieber Filtertüten in der Unterhose. Ja, 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 ja. Du. Keine Katalysator bei mir. Du nein, auch. Nein. Ich nicht. Ich du nicht. Auch. Ich nicht. Du auch. Und du bist auch dran. Ich hab dir's gesagt. Mensch, ja, du bist auch dran. Was hältst du da jetzt wieder? Hat der mal Mundgeruch? Ja, es ist die Möglichkeit. Oh, ist das eine Stinkdrüse? Ja, jetzt sprichst du aber doch. Mein Gott, sprich darunter, sprich darunter. Ja, ich spreche mit dir. Ist der Mann gestrahlt? Ja, wieso dann? Du sollst darunter sprechen. Du sollst, jetzt ist aber Schluss, du. Du baust doch besser hier eine Katalysator ein. Ja, jetzt reiche ich mir. Und rieche ich ihn auf und ein bisschen Mundgeruch. Ja, da muss ich mich drüber aufregen. Du bist ein Auserwählter. Wieso das dann? Gott bestimmt das, nicht du. Wieso dann? Gott sprach, du stinkst, dann stinkst du. Ja, jetzt reiche mir mal. Du darfst nie vergessen, der liebe Gott hat jedem eine Seele eingehaucht. Ja, die hätte mir auch eingehaucht. Nee, die hätte sie eingefutzt.
So, und jetzt singe ich das Lied, was du nicht machst. Du singst hier? Ja. Hier willst du singen? Ja. Hier ist eine Veranstaltung, eine Fernsehaufzeichnung und keine Hinrichtung, hör mal. Deswegen singe ich jetzt. Gut, kann ich für dich hier nichts mehr tun. Hier gehst du baden in deiner Badewanne. Aber ich bin Freund, ich sage dich noch an. Ladies and Gentlemen, hallo Peoples, hallo Girls, hallo Everybody's. Zimmermann singt für Sie. Auf Wiedersehen. Bei uns war neulich Schützefest und da spielten ein Karussell. Ja, da eulte ein Achterbahn und ein Schaukelbimmeltell. Die Ausgänge sind an der linken Seite, wenn Sie gehen wollen, ne? Ein Bütsche steht an jeder Eck mit Trollmöps und mit Wutsch. Die ersten gehen schon. Wiedersehen, schönen Dank auch. Mein Gott, da kann man nicht immer noch tanzen, was der da macht. Höchstens Zeitlupe. Sprüch versteckt, ein Bierzelt für das Dorf. Ich singe einfach mit. Und im Zelt der Boot bestellt. Oh, Jung durchschmissen sie mit Geld. Wusch und Bier, wie das schmeckt, von dem Bütchen an der Eck. Der ganzen Tag, wo da je lag, war bis mitten in der Nacht. Und die A-Frau immer grün. Ach, Sie kennen das Lied. Zimmermann-Fans. Eierkiller. Et war so gut für Mitternacht. Ja, der Jovet explizier. Schlägerei. Wir hatten mit Marie Tanz. Und das bützte uns dafür. Küssen. Ich bin der schnellste Küsser von Köln. Ich hab der ganze Saal geküsst, hat kein Mensch gemerkt. Doch das war ihrem Bräutigam, dem Peter Janitresch, dem Schwolfer roter Hahnekamm. Und hey, komm an, je Fisch. Dann ging es bang. Und zwei Zeng flog verblätzt die kleinste Weg. Dann eine Knarr und eine Fall und eine riesige Krawall. Und im Zelt viel Geschrei, allgemeine Keilerei. Und die A-Frau immer grün. Die Musik spielte ungerührt, ein Jäger aus Kupfalz. Hallo, bitte. Bitte die Ruhe. Freundschaft. Ja, der Krächte Mattes, der dirigiert, ein Bierfleisch an der Hals. Das sind Schmerzen, war Mattes. Der Schnapp, der Schenk singt dicke Drum, der Peult sind große Tröd. Und schloße dann vom Podium den andere um die Plätze. Der lange Heide schmiss ein von dem Zimmermann entzwei. Und der Saft, der lebe raff, und der Frau Zimmermann kräschen af. Und da haben wir all gelacht. Und das ging die ganze Nacht. Radio Fire, Fire, ja.
was du singst, hat er doch keine Hand und Fuß. Ich hab doch nur den Text was geändert. Ötschelze, Anneliese, das hat gelöst, denn es hat sich grad gewöhnt. Und die A-Frau immer grüß, hat den Neuwart, ist das schön. Das kennen die Leute ja. Als endlich stand der Graf vorbei, wo alles nur noch schrott, da hab ich alles kaputt gemacht. Ich kann auch böse sein. Kaputt machen. Ich kann nicht lange böse sein. Aber nicht so schön. Kaputt machen. Wie der zuckt. Kaputt machen. Musst du pipi? Der Schenkloch in der Eck und Kühn singt den Trombo fort. Ein ganz verworren Saxophon noch Kussen in der Wies. Und unter Degen spürt was Senior der Loch der Pianist. Und am Tag noch der Schlag, da wohnt überall der Klag. Da wohnt gefüllt und massiert und der Bühle aufgekühlt. Jeder zweite kommt hier an mit einem Notdienstschnellverband. Und die Alfreu Manuel sagt, ne, ne, was war das schön. Das Colonia-Duett Hans Zimmermann und Hans Süper. Herrliche Kölsche Töne im Zwiegespräch. Herzlichen Dank mit Raimo Köller.